Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, bei Harald, dem Schmied, dem ich jetzt eine Ork-Waffe andrehen werde. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Yeah. Zeig her. Hast du es doch geschafft, guter Mann. Ich vorher gewusst es hätte. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Wenn ich gleich gewusst hätte, dass es so einfach ist, diese Waffe zu besorgen, dann hätte ich das gleich gemacht. Ich will nicht bei dir als Lehrling anfangen, sondern bei jemand anderem. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Alles klar. Verkaufst du Waffen, Lene? Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Wow. Hier gibt es also wirklich nichts zu kaufen. Ich glaube, bei Brian kann ich mir die Zutaten kaufen, aber das bringt mir ja auch nichts, weil ich nicht schmieden kann und ich will auch nicht schmieden lernen, sondern ich möchte hier endlich Alchemist werden. Und zwar jetzt. Los geht's. Kann ich jetzt bei dir als Lehrling? Ja, das kennen wir alles schon. Zack, zack, zack. Und ja, Meister, ich bin bereit. Ja, Meister. Na gut. Ich hoffe, ich werde diese Entscheidung nicht bereuen. Ab sofort darfst du dich als mein Lehrling betrachten. Yeah, sehr schön. Was sind meine Aufgaben? Was sind meine Aufgaben? Mir ist klar, dass ich von einem jungen Mann nicht erwarten kann, den ganzen Tag bei mir in der Stube zu verbringen. Du wirst mir von Zeit zu Zeit die Pflanzen bringen, die ich brauche. Dafür unterweise ich dich in der Kunst der Alchemie. Die Flaschen kannst du bei mir kaufen. Die Zutaten wirst du dir zum größten Teil selbst besorgen müssen. Und ich erwarte von dir, dass du dich als Bürger der Stadt ordentlich aufführst. Das heißt wohl, er ist zu alt oder hat keinen Bock mehr, selber Pflanzen zu sammeln, hm? Welche Pflanzen soll ich bringen? Ich werde dir alles abkaufen, was du mir bringst. Ich zahle dir dafür den üblichen Preis. Hm? Für Pilze allerdings werde ich dir einen besonderen Preis zahlen. Die will ich aber selber essen. Für Mana. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Gut. Zuerst einmal die Grundlagen. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Und diese Kraft zu verändern, ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben. Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann. Tränke, die dir verlorene Kräfte zurückgeben und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern. Du kannst nicht alles auf einmal lernen. Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Gut. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Diese dauerhaften kann ich gerade noch nicht sehen. Ah doch, Essenz der Stärke kann ich lernen. Aber das lohnt sich gerade ehrlich gesagt noch nicht, weil ich ja das habe ich schon erklärt, erst gegen Ende des Spiels dann machen möchte. Wobei, mit Stärke vielleicht auch nicht unbedingt, das sind mir, glaube ich, keine 20 Lernpunkte wert. Ein Elixier des Manas oder so. Naja, egal. Heiltränke und Mana-Tränke. Die Essenz der Magie ist der einfachste der magischen Tränke. Nimm Feuernesseln und Feldknöterich und erhitze sie langsam. Welche Mana-Extrakt? Ah, ich kann mich da jetzt hochsteigern. Die Zutaten für eine Essenz der Heilung sind Heilpflanzen und Feldknöterich. Feldknöterich? Ist immer Feldknöterich, ne? Davon habe ich aber, glaube ich, keinen mehr, oder? Davon hatte ich doch, glaube ich, nur
Ah ne, Blödsinn, Feldknöterich ist nicht... Da bist du ja wieder. Was hab ich gesucht? Es war nicht Feldknöterich, es war... ist ja auch egal. Zeig. Ach, jetzt hast du plötzlich... Ja, das sind die, die ich hier gebracht habe, ne? Kronstöckel habe ich gesucht, genau. Nicht Feldknöterich. Welche? So, ich kann jetzt bisher die 30 Lernpunkte, die 30 Lebenspunkte Heiltränke brauen. Ich hätte gerne die stärkeren. Um einen Extrakt der Heilung herzustellen, brauchst du Heilkräuter und Feldknöterich. Du musst aufpassen, dass du den Extrakt sehr vorsichtig erhitzt. Und das gleiche bitte auch noch bei Mana. Welche Rezepturen kannst du... Ja, ja. Hier, den hier. Da du schon eine Essenz der Magie herstellen kannst, wird es dir mit etwas Mühe sicher auch gelingen, einen Extrakt herzustellen. Aber du brauchst das richtige Fingerspitzengefühl, wenn du den Sud auskochst. Nimm Feuerkraut und Feldknöterich für diesen Trank. Feuerkraut und Feldknöterich. Aha. Die Tränke. Mana Extrakt, 2 Feuerkraut, 1 Feldknöterich. Ah ja, immer 2:1. Zumindest hier. Gut, damit bin ich endlich Bürger der Stadt. Wurde aber auch Zeit. Ernsthaft, wurde wirklich Zeit. Aber der Mensch und das ja. Führten Krieg auf wo ist Valentino? Den wollte ich doch verprügeln. Das kann ich jetzt natürlich nicht hier draußen machen. Das war ja blöd. Ich könnte in die Stadt hoch, endlich. Und der Mensch erschlug das Tier. Oder was mache ich denn sonst noch? Ich könnte mich um die verschwundenen Leute kümmern. Banditenüberfälle. Naja, immerhin habe ich die jetzt, die Banditen. Ich weiß von denen. Das ist schon mal gut. Ich schaue mal eben noch die Quests durch. Vermisste Leute, die vermissten. Das ist irgendwie nicht doppelt. Das Experiment. Ah, den Zauber habe ich ja auch noch. Den habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht für Valentino zu benutzen. Bosbos Bogen, Aufnahme bei der Miliz. Nee, danke. Gavel will Informationen. Farim der Fischer. Ist das jemand bei der Miliz finden, der Einfluss auf die Paladine hat? Und was ist denn mit Greg, dem Piraten? Das ist doch... Der da, ne? Keine Ahnung. Was da jetzt alles... los ist. Kavalons alte Hütte. Nee, da bin ich noch nicht. Puh. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich gehe mal zu dem Fischer. Nee, zu dem muss ich ja eh noch, sobald ich mit der Miliz gesprochen habe. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu Lord André und frage den mal wegen dem Fischer, ob ich da irgendwas erreichen kann. Dass die den ein bisschen... Oder Pablo vielleicht? Bist du hoch bei der Miliz? Nee, bist du nicht. War ja klar. Er ist halt nur so ein komischer Stadtgardist. Nicht jemand, der was zu sagen hat. Das wäre dann vielleicht entweder Wulfgar, nehme ich an. Oder vielleicht der da? Nee, bestimmt nicht. Der Säufer, bestimmt nicht. Wer könnte das denn sein? Lord André hätte ich mal jetzt vermutet. Oder halt Wulfgar, wie gesagt. Oder vielleicht im oberen Viertel jemand, das kann auch sein. Ich probiere das mal nochmal hier. Nein. Vielleicht doch Lord André, ja? Nö. Ich will das Ich habe kein Kopfgeld, das ich abholen kann. Ich bin nicht bereit, mich der Miliz anzuschließen. Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen, Soldat der Miliz zu sein, das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Aber es lohnt sich. Neben dem Ja, das kennen wir, glaube ich, schon. Und bin ich jetzt auch nicht so wild. Dann schätze ich mal, dass ich, um dem Fischer zu helfen mit jemandem... Ah, was haben wir denn hier alles? Hey, was willst du? Peck ist nicht da, also kannst du hier auch nichts bekommen. Komm später wieder. Wer ist Peck? Ich will starten. Natürlich willst du das, aber solange du nicht zu uns oder den Paladin gehörst, werde ich dir nicht helfen. Oh... Wer ist Peck? Ist der verschwunden? Jetzt sag mir nicht, der fehlt. Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werde ich dann im oberen Viertel mit jemandem reden müssen.
um hier was für den Fischer zu erreichen. Aber ich habe jetzt trotzdem mal hier umschauen wollen. Aber nein, hier gibt es niemanden, den ich darauf ansprechen kann. Und ich schätze mal, diese einfachen Stadtwachen, die werden das wahrscheinlich garantiert nicht sein, bei denen ich da irgendwas erreichen kann für den Fischer. Du vielleicht da oben? Nee, oder? Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Ja, ja, ist okay. Ich kann über die Zukunft schauen lassen, was soll's. Nee, lass mal. Ja, ich kann doch mit Koragon. Sollte ich irgendwas noch besprechen können? Genau, über die vermissten Bürger. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinnes ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Zeig mir deine Ware. Nix für mich. Wobei, der Eintopf ist verlockend. Der immerhin 20 Punkte halt. Nee, Fleischbraten muss nicht sein. Ich habe gerade noch was gelesen, dass Vatras was für mich hat. Eine Nachricht. Schauen wir mal. Ich sortiere meine Zunge und dann mache ich mich schlau über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinnis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Wie werde ich einer? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinnis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Das ist ja interessant. Das heißt, es gibt einerseits einen Hehler, der von den Banditen geklaute Waffen hier verkauft und andererseits jemanden, der den anderen Banditen, den Rebellen-Banditen, die Waffen aus der Stadt raus verkauft. Das ist ja irgendwie ein bisschen dämlich, dass die sich da nicht absprechen. Das wäre ja viel einfacher. Wegen der vermissten Leute. Ja. Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Ja, Menü. Ich dachte, ich hätte schon irgendwas. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst,
ist Martin nicht weit. Ich glaube, das finde ich. Ich überlege gerade, wer der Waffenhändler sein kann. Ich kenne nur einen Waffenhändler, das ist Harkon. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Vielen Dank. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Satoras, ja. Und Riordian, das sind die Leute aus dem ersten Teil, die Wassermagier, die mich wahrscheinlich nicht allzu sehr mögen. Ich bin gespannt. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Schade. Danke. Ich werde gut darauf achten. Diese armen Irrlichter. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Welche sind das? Ich glaube, es ist nicht die, von der ich was lernen kann. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Oh ja. Wo ist es denn? Meine magischen Kräfte steigern, genau. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Wie viel Mana habe ich denn? 10 und ich habe 2 Lernpunkte. Na, das lohnt sich ja voll. Ne, danke, dann gerade noch nicht. Hier, nimm mal eine Steintafel. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ich hoffe mal, das war jetzt kein Fehler. Ich werde nämlich irgendwann später noch die Sprache lernen, in der diese Tafeln verfasst sind. Gut. Dann lege ich doch einfach mal dieses Amulett an. Und folge ihm. Und das werde ich dann in der nächsten Folge tun. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.